Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir starten den Nebenquest, den ich leider schon gestartet hatte. Und dann hatte ich mich zwischendurch dazu entschieden, dass ich den doch nicht offline mache, sondern mit euch zusammen. Und ich lese mal vor, ein festes Buch. Ich habe die Seiten des Omnibus Arcana untersucht und wurde angewiesen, nach Mel Agli im südlichen Teil der Aratel-Ebenen zu gehen. Ich sollte der Anweisung folgen, wie Idris es mir aufgetragen hat. Nun ist es so, dass ich da halt so ein Buch gefunden hatte, damals in Rat hier, glaube ich. Und da war dann so ein Quest halt und ich denke, okay, und habe dann auch so ein bisschen angefangen zu lesen und dann sollte ich zu der Brücke gehen von Rat hier, da bin ich dann auch hingegangen und da hieß es dann, ich soll nach Mel Aglir gehen. Also wir sind noch nicht weit im Quest, aber ich fand das dann doch so interessant, was da alles so über Amalur steht oder halt die Stadt Mel Aglir und was weiß ich was, dass ich dachte, nö, das möchte ich dann doch mit euch zusammen machen, deswegen lese ich das Omnibus Arcana nochmal vor. Allerdings kann ich die Lektion 1 nicht mehr vorlesen, aber wir starten einfach mit Lektion 2. Im Hof habt ihr die ersten drei Grundsätze der Methodik gelernt, die der Einheit, Harmonie und Disziplin. Diese drei Grundsätze bilden das Fundament der Ausbildung jedes Schülers, sowie die Brücke das Fundament Ratiers bildet. Die Brücke ist ein Vermächtnis der Standhaftigkeit und Entschlossenheit. Ursprünglich erreichten die Alpha, die sich an der Tivili-Küste niederließen, die Felsnadel mit einem kleinen Schiff oder Ruderboot. Diese Reise war gefährlich, viele Boote zerschellten an den Felsen. Die Brücke wurde schon früh während des Baus von Ratier errichtet durch die gemeinsamen Bemühungen der Dokalfa-Siedler. Da sollte ich ja dann hingehen. Wenn es weitergeht mit dem Quest. Die Ratierbrücke lehrt euch zwei Lektionen. Die erste ist eine Fortführung der Einheit. Denn hier werdet ihr Zeuge dessen, was erreicht werden kann, wenn man mit anderen zusammenarbeitet. Die Ratierbrücke ist ein Symbol der Dokalfa, ein Symbol der Hartnäckigkeit und Loyalität. Die Erhabenheit Ratis ist aus der Ferne zu sehen, doch steht man erst auf der Brücke, sieht man die wahre Schönheit der Stadt. Der Bau Ratis war nur möglich, weil viele Einzelne unter schwierigen Bedingungen zusammengearbeitet haben. Sie haben eine der elegantesten und aufwendigsten Städte errichtet, die den Alpha bekannt ist. Deswegen verkörpert die Ratierbrücke die Lektion des Grundsatzes des Beweises. In jedem Wissen liegt immer ein Beweis dieses Wissens. Seht euch die Ratierbrücke an und erlebt den Beweis von Eleanor Breas Einheit. Die zweite Lektion ist der Grundsatz der Dualität. Diese Brücke dient als Eingang und als Ausgang für Ratier und für die Tivili-Küste. Ihr entscheidet und mit eurer Entscheidung beleuchtet ihr den anderen Aspekt dieser Lektion. Die Wahlfreiheit. Eure Studien in der Schule Arcana werden anstrengend sein. Eure Lehrer werden streng sein. Manchmal werdet ihr das Gefühl haben, als hättet ihr nicht die Freiheit, eure eigenen Interessen zu folgen. Doch diese Brücke spiegelt diese Dichotomie wider. In einer Richtung liegt eine historische Stadt des Wissens, der Schönheit und der Künste. In der anderen liegt die Tivili-Küste, ein blutgetränktes, vom Krieg geplagtes Schlachtfeld, das einst ein Landstrich idyllischer Bauernhöfe und Fischerdörfer war. Beide Pfade führen zu einer Erkundung der größeren Welt jenseits der Tore von Ratier. Ihr seid einzigartig in unserem Orden, denn ihr habt die Fähigkeit, euer eigenes Schicksal zu bestimmen. Nutzt eure einzigartige Freiheit, indem ihr die Dualität in allen Dingen erkennt. Wenn ihr über diese Lektion ausreichend meditiert habt, geht zum Dorf Mel Agdir in Kandrian. Und genau das machen wir jetzt mal. Ach, manchmal ist das Lesen auch anstrengend, aber lehrreich. Also ich finde, es ist nochmal so ein bisschen nett zum Abschluss. Genau, da sollen wir hingehen. Einfach nett als Abschluss dafür, dass wir ja viel erlebt haben und relativ wenig gelesen haben. Ach, Leute. Ah, ich habe noch meine Dolche ausgerüstet, okay. So, dann machen wir das mal. Ja, so ein bisschen Hintergrundinfo nochmal. So, jetzt können wir nämlich weiterlesen, aber erstmal sammle ich das Gold hier ein. Gold. Davon sollte ich langsam genug haben. Und noch so ein Armband. Gut, dann, wo ist es denn? Wir gehen wieder runter. Hier unter meinen gestohlenen Gemmen. Weiter geht es. Lektion 3. Mel Aglir liegt im Herzen Kandrians, dem Land, das nach der Familie benannt ist, die seit Generationen dort herrscht. Das Dorf wird gegen Tuata-Angreifer, Banditen und die wilden Feinde, die durch die Eratel-Ebenen streifen, gut verteidigt. Kandrian wird durch viele Gefahren bedroht und die Könige und Lords, die dort regieren müssen, immer auf Konflikte vorbereitet sein.
Die Lektion, die in Mel-Aklir zu lernen ist, ist der Grundsatz der Vorbereitung. Seit Jahrhunderten ist die Yarkandrian-Feste eine Bastion der Stärke für die Alpha. Die frühen Könige Kandrians beschützen ganz Eratel vor der Gefahr einer Invasion durch die Durek oder die Jotun. Die Kandrian-Feste war die einzige Festung, die Kiara Sydanus Macht überlebte. In Zeiten der Krise nahmen die Könige von Kandrian die Dorfbewohner in den Mauern ihrer Feste auf. Die Kandrian-Wache und eine Miliz hüteten in den Dörfern und im ganzen Land zusätzlich den Frieden. Die Bürger Kandrians waren immer vorbereitet und konnten daher überleben. Das Überleben Mel-Aklirs belegt, wie wichtig Vorbereitung ist. Während die früheren Lektionen den Erfolg in der Scholia Arcana begünstigten, wird diese Lektion euch helfen zu überleben. Schüler der Scholia Arcana sind oft dramatisch unvorbereitet darauf, mit Magie umzugehen. Die Magie ist eine unberechenbare und gefährliche Macht. Für törichte Experimente ist in unserem Orden daher kein Platz. Wenn diese Lektion nicht verinnerlicht, wird Schaden erleiden und unwesentlich auch anderen Schaden zufügen. Mel-Aklir ist eine Warnung für alle, die sich in die Geheimnisse der Magie stürzen möchten. Bereitet euch angemessen vor oder tragt die Konsequenzen. Wenn ihr bereit seid, zieht weiter in die ländlichen Gebiete von Kandrian. Oh ja, das werden wir tun, denn wir wollen ja ein braver Scholia Arcana Schüler sein. Nö. Und wir hätten auch dem Quest einfach so folgen können. Das war's mit ihr. Hat sie sich so gedacht, dass sie mich dann hier wieder so, ne? Ja. So, wir werden aber mal weiter hier vorrücken. Ist ja kein Problem. Können wir hier nicht durch? Doch. Ich glaube, ich muss aber da lang laufen. Und mir fehlen gerade irgendwie meine... Genau, ich nehme mal meine feurigen Chakrams. Und lass die da hinten mal sein. Ja, ihr braucht gar nicht die Musik starten. Das ist gar nicht nötig. Das geht auch so. Ich glaube, ich mache jetzt doch mal schnell Reise. Es dauert mir hier zu lange. Tams Wagen. Da gehen wir mal hin. Oh, ich glaube, da ist unser Freund. Unser Freund haust da, glaube ich. Wie hieß er noch gleich? Nee, nicht ganz. Aber es müsste hier auch in der Nähe sein. Och, Leute. So. Kommt der hinterher oder nicht? Nee. Schön. Was? War's das hier mit euch? Voll der Hinterhalt. Voll gemein und so. Wie, steht jetzt hier nichts drinne? So, ich habe das doch jetzt gemacht. War das jetzt mit Absicht ein Hinterhalt oder wie oder was? Wahrscheinlich, ne? Voll verarscht. Letzte Lektion. Ihr seid bei der letzten Lektion angelangt, die Grundlage der magischen Erkundung darstellt. Von allem, was ihr in der Scholia Arcana gelernt habt, wird die wertvollste Lektion der Grundsatz der Beobachtung sein. Die Beherrschung der Elemente oder die Fähigkeit, mächtige Magie zu beschwören, sind nutzlos. Wenn ihr eure Umgebung nicht versteht, jede Umgebung ist ein komplexes System ineinander greifender Eigenschaften. Um in einem solchen System zu funktionieren, muss man seine Grenzen und Regeln kennen. Viele Mitglieder unseres Ordens werden kurzsichtig Akademiker, die nicht aus ihrem Kämmerlein kommen, zu sehr mit der Mehrung ihres eigenen Wissens beschäftigt, um es in der Welt anzuwenden. Andere führen ihre Forschung ziellos in der feindlichen und unberechenbaren Welt durch. Beide Wege verhindern, dass man sein volles Potenzial erkennt oder erfolgreich entfaltet. Alle vorherigen Grundsätze sind nutzlos ohne die Beobachtung. Lernt eure Umgebung auf möglichst vielfältige Weise zu kontrollieren. Erforscht sie und beachtet alle anderen Lebewesen um euch herum. Mel-Aklir ist ein Beispiel für die Vorbereitung, aber auch eine Lektion in der Beobachtung. Das Dorf ist seit dem Anfang des Krieges verkümmert. Die Jungen wurden eingezogen, viele andere sind an sichere Orte gezogen. Das einst friedliche Ackerland von Kandrian ist nun überlaufen von Banditen und Monstern, weil Kandrian sich in seiner Feste versteckt, wie so viele unserer zurückgezogenen Gelehrten.
Auch der Grundsatz der Dualität liegt in der Beobachtung. Ihr habt die Freiheit, euer Schicksal zu bestimmen. Und jede eurer Entscheidungen beruht auf eurer Wahrnehmung der Umgebung. Lord Kandrian weigert sich, die Tuatha zu bekämpfen und er kann von seinem Platz hinter den Steinmauern keine weise Entscheidung treffen. Der Kampf, den ihr gerade ausgetragen habt, ist das direkte Ergebnis von Lord Kandrians mangelndem Verständnis des Grundsatzes der Dualität, von Unkenntnis der vorherrschenden Bedingungen. Die Beobachtung ist das wichtigste Werkzeug, mit dem wir Beweise entdecken. Sie erfordert Disziplin, um effektiv zu sein. Ihr mögt den Grundsatz der Beobachtung vielleicht weniger pflichtbewusst studieren als andere, doch wenn ihr nicht auf diese Schlacht vorbereitet gewesen wäret, wäret ihr zu Tode gekommen. Um vorbereitet zu sein, müsst ihr euch in eure Umgebung vertiefen und euch der Gefahren dieses Landes bewusst werden. Mein Gott, muss man da viel lernen. Um diese Prüfung abzuschließen, kehrt zu dem Gelehrten Idris Theonen zurück. Eure Zukunft mag außerhalb der Schuljahr Arcania liegen, doch ihr werdet davon profitieren, den Grundsätzen und Methoden unseres Ordens zu folgen, wenn ihr geprüft werden, wo ihr geprüft werden, wo dies auch der Fall sein mag. Oder werdet. So, wir sollen also wieder zurück, ja? Dann machen wir das mal. Schluss aus jetzt hier mit dem Rumgelese. Wir gehen nach Rathi zurück, wo ich das dusselige Buch auch gefunden habe. Aber wir haben ja tatsächlich jetzt, naja. Ich habe jetzt gedacht, wir lernen noch ein bisschen mehr um die Umgebung. Haben wir ja auch, aber es war auch so ein bisschen Kampfgeist weckend. Einstellungscharakter stärkend. Studenten wie ein Magie, richtiger Meister der Zauber. Wie ein richtiger Krieger zu denken und zu kämpfen hat und worauf er zu achten hat. Und ja, ab in die Oberstadt. Ab in die Scholia Arcania. Geht weiter! Mach ich schon. So. Wo ist denn der Gnädige? War der hier draußen oder muss ich da rein? Ach, da muss ich rein. Okay. Dann gehen wir mal rein in die Bibliothek. Ich glaube, ich war in der Bibliothek, weil ich gehofft hatte, dass ich hier Band irgendwas von Abenteuer finde. Willkommen. Aber war nicht so. So, dann schnacken wir mal mit ihm. Ausgezeichnete Arbeit. Ihr habt euch zumindest ein Stipendium für die Scholia Arcana verdient. Wollen wir mal sehen, was ihr gelernt habt. Worum ging es bei eurer letzten Lektion? Oh Gott. Der Grundsatz des Beweises, Grundsatz der Einheit, Grundsatz der Beobachtung. Grundsatz der Harmonie, Grundsatz der Dualität und der Vorbereitung. War ja beides irgendwie, ne? Dualität, glaube ich. Nein, ach, Scheiße. Nein, alles falsch. Wäre dies das offizielle Examen, wärt ihr mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Ja, dann ist das eben so. Kann ich das noch mal machen? Ey, das ist voll gemein. Nun denn, lebt wohl. Oh Mann, oh. Oh, das ist jetzt aber voll gemein, ne? Es ist mir immer eine Ehre, mit euch zu sprechen. Ja, 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 ja. Komm mir nicht so. Nun denn, lebt wohl. Ich will das noch mal machen. Oh, und das Buch habe ich auch nicht mehr, ne? Das habe ich ihm gerade wiedergegeben, ne? Scheiße. Das ist voll blöd jetzt. Mein Gott, es ging doch um alles Mögliche. Dualität, Vorbereitung. Was weiß ich. Nee, das ärgert mich jetzt zu doll. Das mache ich jetzt rückgängig. Bis gleich. Das hat automatisch gespeichert, deswegen musste ich nicht mal groß nachspielen. Jetzt kann ich nochmal nachlesen, was in dem Buch steht und das alles richtig beantworten. Ja, ich mag sowas nicht. Völlig unvorbereitet hier. Ist ja nicht so, als hätte ich das alles nicht vorgelesen gehabt. Manu. Letzte Lektion. Also. Grundsatz der Beobachtung. Ja, es ging doch um alles, aber es ging doch auch... Okay, es ging um die Beobachtung... Grundsatz der Beobachtung. Okay, ich gib's zu. Grundsatz der Beobachtung. Ja, aber wenn dann das kommt, was davor war, dann bin ich, dann habe ich ein Problem. Dann mache ich bestimmt auch wieder alles falsch. Ausgezeichnet. Wollen wir mal sehen, was ihr gelernt habt. Grundsatz Worum der Vorbereitung. Beobachtung. Ja, das ist korrekt. Ich sehe schon, auf euch wartet eine vielversprechende Zukunft ich weiß. In unserem Orden.
Ich habe total gut aufgepasst und total gut gelesen. Gut, dass er nicht noch nach den zwei Kapiteln davor fragt. So, dann erzähl mal ein bisschen was über dich, Idris. Ich leite die Bibliothek des Kapitels Rathir. Viele beschreiten den Pfad des Wissens, doch ich sorge dafür, dass sie es auf geordnete Weise tun. Das Kapitel von Rathir besitzt eine der wertvollsten Sammlungen von Manuskripten in den Eratel-Ebenen. Ich garantiere es. Ach, wäre es doch so einfach, eine Institution wie die Scholia Arcana in kurzen Worten zu beschreiben. Bücher, meine ich, werden ihr gerechter. Ja. Wo war ich? Es gibt ja hier auch nette Bücherregale, zum Beispiel über Aort, aber das haben wir schon, das Buch. Dann hätten wir noch mehr Aort. Brauchen wir aber nicht. Ich grüße euch. Von der Magie und ihren bestialischen Anwendern könnten wir auch lesen, wenn wir wollen. Oder Scherbensturz. Oh, das hatten wir auch schon erledigt. Ich war ja hier auch schon, weil ich ja nach Abenteuerband 10 gesucht habe und so. Ja, da können wir aber lange suchen, finde ich jetzt hier eh nicht. Willkommen in unserer Nun denn, ich hab dich gar nicht anquatschen wollen. Ich hab's sowieso verkackt eigentlich. Lies die ganze Zeit von Beobachtungen vor und merk's nicht mal. Deswegen lassen wir das jetzt hier mal. Wo geht's denn jetzt hier raus? Ich grüße euch. Wir nehmen erstmal einen neuen Quest. Wir haben ja noch ein bisschen was. Zum Beispiel Bier-Tere-Wahrheit oder das Werk eines Meisters oder schändliche Praktiken. Der verwundete Soldat Matrim Hawkins im Lazarett von Mel Senshi wird sich freuen zu erfahren, dass ich seine Peinigerin zur Strecke gebracht habe. Ach echt? Hab ich? Seid gegrüßt, Erzweise. Hab ich das? Wusste ich gar nicht, dass ich den zur Strecke gebracht habe. Ja, wenn das so ist... Wenn das so ist, dann werden wir da jetzt mal hinreisen. Wo soll ich denn da hin? Wo? Den zerstörten Turm erkundigen. Okay, dann muss ich nach... Lass mich mal überlegen. Muss ich doch... Muss ich dann nicht nach Melsenschir oder so? Ich glaube, in Melsenschir war der zerstörte Turm, weil er hier gewütet wurde. Ja. Ich grüße euch, Kriegerin. Moin. Dann gehen wir hier mal hin ins Lazarett und dann haben wir jetzt hier irgendjemanden getötet und... Ja. Ja? Ha. Was lacht er denn so? Sie ist tot, nicht wahr? Als ihr Leben sie verließ, schien sich eine Wolke von meinem Verstand zu heben. Welch widerwärtiges Weib. Wer weiß, wie lange sie hier schon Jagd auf Schwache und Verwundete gemacht hat. Der Name, den ich euch gab, scheint zu passen, Vogelscheuche. Ich kann euch nicht genug danken. Na Mensch, ich weiß zwar gar nicht mehr, wen ich hier getötet habe, aber... Wer bist du eigentlich nochmal? Nach allem, was ich gesehen habe, kann ich wohl kaum zur Kerzenzieherei zurückkehren. Wohin geht man, wenn man die Schrecken des Krieges gesehen hat? Kerzenzieherei? Megan, Jonsen? Eine gütige Seele. Sie hat das Lazarett seit der Belagerung nicht verlassen. Ich glaube, sie schläft nicht einmal. Ich wünschte, ich wäre nie in diese verfluchte Stadt gekommen. Ich habe die Schrecken der Schlacht überlebt, nur um nun die Schrecken des Lazaretts zu erfahren. Ja. Du. Das ist, kann sein. Ich, tut mir leid für euch alle hier. Kann euch aber leider auch nicht helfen. Deswegen gehe ich jetzt wieder raus und, wird schon wieder kürzer hier. Biertere Wahrheit. Gertern Aska und sein Bruder wollen ihr selbstgebrautes Bier mit einer magischen Zutat würzen, die gemäß der alten Familienrezeptur zugesetzt werden muss. Das Gewürz heißt Borstenzunge, ist aber überaus selten. Gertern sagte, ich soll mit einem feinen Alchemisten namens Jakhasen um Unterheim reden. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das war. War das auch hier in Melsenschir? Nein, das war hier, Üsa. Schon wieder, was... In Üsa. Da wäre ich jetzt mit Bier und so nicht drauf gekommen. Aber okay. Ab nach Üsa. Waren wir auch schon lange nicht mehr im idyllischen
Feilenvolk. Dorf. Stadt. Passt auf euch auf. Ja, nu, wie komme ich denn da jetzt hin? Irgendwie, egal wie man läuft, man macht's immer falsch. So, hier müssen wir lang. Über die Brücke. Ach, es ist so schön hier. Und wir haben immer noch hier kein ordentliches Zuhause, glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht. Wir reden mal mit dem Alchemisten. Möge der Kreislauf euch behüten. Ja, danke schön, ne? Oh, willkommen im Lyzeum, Hain, wo der Glanz des Brunnens verherrlicht und reguliert wird. Ich bin Jakassen, Lehrling des Brunnenmeisters und Diener der Tinkturen und Elixiere. Ich soll Borstenzunge suchen. Borstenzunge? Das wäre etwas. Eine Spottdrossel mit der einzigen Ernte des Brunnens. Natürlich sage ich euch, wo ihr sie findet. Was hätte ich davon, euch nicht zu helfen? Weiß ich auch nicht. Bevor ich das tue, müsst ihr mir etwas anbieten. Ist das bei euch Sterblichen nicht so? Eine Hand wäscht die andere. Mhm. Als Diener der Tinkturen und Elixiere führe ich viele alchemistische Experimente durch. Vor allem mit dem Wasser aus dem Brunnen. Ich möchte, dass ihr diesen Trank trinkt. Mhm, ich trinke das Zeug. Gut, ich muss wissen, wie der Trank auf die Konstitution von Sterblichen wirkt. Nur zu, große Schlucke. Nicht so schüchtern. Kommt bald wieder. Ich habe natürlich ein total ungutes Gefühl, aber ich mach's einfach trotzdem. So, wie geht's ihr jetzt? Als sich die Dunkelheit deiner Vision lüftet, erinnerst du dich an Jakassens letzte Worte. Er hat irgendetwas von der Borstenzunge erzählt, die in einem Garten oben beim Brunnen wächst. Leider verschwimmt deine Erinnerung an seine Anweisungen, als das Hämmern in deinem Kopf beginnt. Rasende Kopfschmerzen. Und ich hasse Kopfschmerzen. Borstenzunge ernten. Oh ja, das werden wir tun im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Mit hoffentlich, hoffentlich gehen die Kopfschmerzen dann weg, wenn wir das Zeug finden. Es geht ja wohl gar nicht. Hier, ne? Also. Aber sie tanzt da hinten fröhlich, ne? Ihr macht das alles hier gar nichts. Die Leute hier mit anderen Leuten machen, die in die Städte kommen. Ich hab's doch nur gut gemeint. Krieg ich einfach so einen Trank eingeflößt und krieg Kopfschmerzen. Nächster Part, bis dann.